Wenn Sie zurückgekehrt sind, melden Sie sich bitte bei uns, um die Informationen so schnell wie möglich zu aktualisieren. Aus Eifersucht lässt sich der überverliebte, aber stark untersexte Oscar zu einer Torheit hinreißen. Oscar ist sauer, sein Liebesleben mit Lea läuft schlecht, außerdem hat er irgendwie keine Ahnung, was in dieser Frau vorgeht. Selbst Charlie, Mel und Ben wissen keinen Rat. Dann begeht der eifersüchtige Teenager auch noch eine Dummheit. Am Morgen findet das heiße Liebesspiel im Whirlpool von Lea und Oscar ein abruptes Ende. Sehr zu dessen Ärger, denn ihr letzter Sex ist bereits eine Woche her. Nacheinander vertraut Oscar sich Charlie und später im Loft Mel und seinem Vater an. Der macht seinem Sohn Mut. Doch am Abend hat Oscar seine Sorgen über Leas seltsames Verhalten noch immer nicht vergessen, weswegen er sich zu einer blöden, eifersuchtsgesteuerten Aktion hinreißen lässt. Während Lea danach frische Luft im Freien schnappt, bekommt Oscar einen Heiratsantrag im Cage mit und kommt ins Grübeln. Danke, schönen Tag noch.